So, jetzt aber du. Werkzeug einkaufen. Schwupps, danke. Rauffahren, Werkzeug wieder ausladen. So, und Häuser bauen. Gegen eine Scheißbilanz ist immer noch das beste Mittel, einfach Häuser zu bauen. So. Dann wollen wir eben das Straßennetz entsprechend erweitern. Schwupps. 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 Und weiterbauen. Straßennetz. Und weiterbauen. Ja. Was? Straßennetz. Passt hier noch irgendwo ein Häuserle hin? Ah, hier. Okay. Und dann gehen hier noch welche hin. Und wir haben schon wieder keine Goldmünze mehr. Langsam nervt's. So, hier fahr runter, verkauf das Mosaik. Mensch. So. Jetzt muss er natürlich hängen. Gerade wie ich so eine wichtige Straße bauen will. Okay, so. Maximal 1080. Ihr zieht's jetzt aber bitte schnell ein. Wie man sieht, geht meine Bilanz jetzt schon quasi sprunghaft nach oben. Und ich muss dazu nicht einen Finger krumm machen. Ja, und wir müssen mal wieder eine Packung Teppiche verkaufen. So, jetzt haben wir aber erstmal eine Weile lang Ruhe. Genug Zeit, dass du hier mal eben nach oben gurken kannst. Und jetzt machen wir das so. Und dann haben wir hier einen Weg. Und der Weg geht so. Und dann zieht er jetzt auch noch alle ein. Und jetzt habe ich kein Werkzeug mehr. Und jetzt ist mir das sowas von völlig egal. Und jetzt haben wir zig Nomaden, die jetzt hier am Einziehen sind. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich vielleicht noch Dattel- oder Milchproduktionen nachbauen muss. Das wollen wir doch mal eben sehen.
Ja, Datteln brauche ich noch eine und Milch auch. Gut, dann machen wir das doch. Hier passt nichts mehr hin, hier dagegen sehr wohl. So, einmal Mehl. Hier haben kein Werkzeug mehr. Gut, macht nichts. Du. Kaufst jetzt erstmal nur eine. Und guckst hier wieder nach unten. Und dann wollen wir doch mal sehen. Ja, und jetzt brauche ich bitte ein wenig Werkzeug. Danke. Fahr darauf. Und ich kann jetzt Kaffee herstellen. Yay! Und das mache ich auf dieser Insel. Juhu! Diesmal aber nicht im Noria-Exploit. Ich bin ja nicht lebensmüde. Und so, einmal Werkzeug ausladen. Und dann hier Nomaden, Ziegen, Farm können wir einmal so hier hinstellen. Schwupps, schwupps, schwupps. Arbeitest du mit 100%? Danke. Und dann können wir hier eine Dattelplantage hinstellen. Und dann können wir 1, 2, 3, 4, 5 machen. Und dann arbeitest du auch mit 100%. Und das finde ich ultra sozial von dir. So, die drei wirst du ja wohl noch versorgen können, oder? So, weil es schöner ausschaut. Also ich meine, von den drei wirst du ja wohl noch abholen können, du blödes Markthaus, oder? So, wie schaut's denn hier aus? Ihr seid glücklich und fast alle eingezogen. Gut. Und mir fällt gerade auf, ich habe ja noch ein bisschen Werkzeug. Können wir eigentlich gleich noch weiterbauen, wo wir schon dabei sind? Ups. So. Das war jetzt gerade irgendwie dämlich. Macht aber nichts. Machen wir das noch so. Und du arbeitest immer noch mit 100% und das ist prima. Und jetzt können hier schon maximal 1320 Nomaden einziehen. Und jetzt muss ich mal wieder eben rechnen. Und zwar sind. Und zwar kommen meine Berechnungen zu dem dämlichen Ergebnis, dass ich Holz, dass ich Datteln und Milch in naher Zukunft nochmal werde bauen müssen. Aber jetzt fürs Erste reicht das mal. Können hier mal eben wieder beschleunigen. Wie schaut's denn hier aus? Muss ich hier euch bald wieder nachfüllen? Nein. Ihr tut noch ein bisschen. So, du bringst hier ganz eifrig Teppiche. Das finde ich ganz nett von dir.
So, jetzt sind wir langsam in einem annehmbaren Rahmen. Mit 1200 und ein paar der gequetschten Nomaden. Okay, das mit dem zerquetscht war jetzt mies. Das kann man auch zweideutig interpretieren. Ahu! Und ja. Müssen wir mal gucken. Ja. 120 Gesandte, ja. Ah, Mensch, mal mit der Ruhe. So. Okay. Hier ist noch alles im grünen Bereich. Ihr zieht immer noch fleißig ein und ihr seid immer... Da fehlt bei euch jetzt aber auch nicht mehr viel. Also beim Einziehen meine ich. 17 Leute noch. 13. 12. 5. Vier. Eins, null. Okay, ihr seid alle eingezogen. Schwupps, ich bin wieder im Plus. Mach kein Minusgeld mehr. So. Jetzt läuft's rund. Und Milch und Datteln habe ich jeweils noch ein paar davon im Lager. Jetzt läuft's. Teppiche sind am Überquellen. Das trifft sich auch. Und du verkaufst das jetzt fleißig. Gut. Dann sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen können, das Ganze ist gut gerettet. Ich fahre jetzt hier mal eben runter und kaufe mal neues Werkzeug. Das braucht man ja immer. So, du da... Gib mal ein bisschen Werkzeug her, danke. Ach natürlich, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Dadurch, dass ich jetzt viel mehr Nomaden habe, verbraten die jetzt natürlich auch viel mehr hier Teppiche. Sollte aber wurscht sein. Bauen wir erstmal noch eine dritte Dattelplantage. Noch eine vierte, Entschuldigung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, 82%. Ja, nicht das Nonplusultra, aber vertretbar. Aber eine Ziegenfarm, doch, kriege ich ja auch noch hin. So, 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 70%, und wenn ich jetzt ein Feld zu viel baue, sind wir 73%. Shit. Okay, dann bin ich jetzt gnädig und semmel hier meine Noria hin. Dann sollte das alles wesentlich besser laufen.
Und hier sind mal wieder die Wasservorräte alle. Das kann ich mir im Moment noch nicht leisten. Hundert. Okay, und du hast auch bald die 100. Und du kannst mal eben Mosaik einpacken, aber nicht verkaufen, nur einpacken. So, und du kannst da unten mal eben Teppiche verscherbeln. Und jetzt kann man hier mal eben aufrüsten. Wie man sieht, sind wir jetzt vollkommen pleite. Schon wieder. Warum sind wir jetzt schon wieder im Minus? Wegen den paar Plantagen oder was? Und mir fällt gerade ein, man könnte diese Milchplantage auch ruhig anbauen. Okay. Du hast jetzt ziemlich viel Mosaik da an Bord. Verscherbe mal ein bisschen was davon. Danke. Doch, das managt er sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich darauf warten, dass der wieder ein bisschen, Werkzeug auf Lager hat. Ich kaufe jetzt einfach mal. So. So, und wir können die Spielgeschwindigkeit mal wieder ein bisschen auf normal runterdrehen. Nicht, dass hier noch jemand einen Anfall kriegt. So. Und jetzt warte ich noch darauf, dass wir hier noch ein bisschen Holz kriegen. Ach, wurscht. So, du da runterfahren. Zwecks Kaffee. Okay. Dann bauen wir mal hier gleich ein orientalisches Markthaus hin.
So. Und dann brauchen wir hier mal wieder 5 Felder. Ja, die nimmt schon demnächst die Produktion auf. Sei doch nicht gleich so ungeduldig, Mensch. Immer diese ungeduldigen Großvisiere, hey. Ah, und das war jetzt beschissen. Dann müssen wir das anders machen. Nämlich so. Und so. Und so. Und dann bauen wir hier noch eine Kaffeerösterei hin, für die wir gerade kein Geld haben. So. Aber gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt auch fertig. Wie man sieht, es wird automatisch gespeichert, also sind wir fertig. Dann würde ich sagen, gut, wir sind jetzt hier mittendrin. Das war's von meiner Seite. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go get some.